Es wurde nicht so wirklich besser. So in etwa würde ich wohl das Jahr 2022 im deutschen Schulwesen zusammenfassen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und ich bin für den Bereich Schule verantwortlich. Und ja, hier war es auch in diesem Jahr für alle Beteiligten alles andere als einfach. Gut, es gab Gott sei Dank keine Schulschließungen mehr, doch die negativen Auswirkungen der letzten zwei Jahre auf das erworbene Wissen und auch auf die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler waren überall zu spüren. Hinzu kamen dieses Jahr die vielen Unterrichtsausfälle durch Lehrkräfte, die an Corona erkrankt waren. Und trotz großer Kraftanstrengung war es den Kolleginnen und Kollegen nicht möglich, all diese Ausfälle zu kompensieren und die Stunden zu vertreten. Noch dazu musste die Beschulung der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sowie deren Aufteilung auf die verschiedenen Klassen koordiniert werden. So war auch das Thema Krieg in diesem Jahr in der Schule allgegenwärtig. Die Schülerinnen und Schüler erleben nun zum ersten Mal einen Krieg in Europa. Trotz enger Lehrpläne sind hier viele Lehrkräfte dem Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen, sich darüber auszutauschen, nachgekommen und haben das Thema in ihrer Unterrichtsgestaltung wo immer möglich einfließen lassen. Vor allem aber merkte man im letzten Jahr an allen Ecken und Enden den Lehrkräftemangel. Und dieser wird uns auch in den kommenden Jahren weiter in Atem halten. Dem Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung zufolge sind die Lehrkräfte nämlich zunehmend am Limit. Laut der diesjährigen Forsa-Umfrage, an der über 1000 Lehrkräfte allgemeinbildender und berufsbildender Schulen teilnahmen, seien die größten Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Digitalisierung der allgemeine Lehrkräftemangel gewesen. Doch wie können wir wieder junge Menschen für den Lehrberuf begeistern? Wie kann dieser Beruf wieder an Attraktivität gewinnen? Und an welchen Schrauben muss hier gedreht werden, um die Lehrerzimmer wieder zu füllen und damit auch unseren Kindern in den nächsten Jahren eine gute Schulbildung zukommen lassen zu können? In den nächsten Jahren warten hier große Aufgaben auf uns, denen wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Also, packen wir es an.